In diesem kurzen Video erkläre ich euch, wann ihr in der englischen Sprache some und wann ihr any braucht. Außerdem gehe ich auch auf Kombinationen von diesen ein, zum Beispiel somebody oder anything. Wann brauchen wir jetzt also some und wann brauchen wir any? Wir brauchen some in positiven Sätzen. Zum Beispiel, we have got some apples. Wir haben Äpfel. Das ist ein positiver Satz, deshalb brauchen wir some. Oder I'd like to eat some French fries. Ich möchte gerne Pommes essen. Das ist auch ein positiver Satz, also brauchen wir some. Any hingegen brauchen wir für negative Sätze und bei Fragen. I don't eat any vegetables. Ich esse kein Gemüse. Deshalb brauchen wir any. Es ist ein negativer Satz. Do we have any apples? Haben wir Äpfel? Das ist ein Fragesatz, darum brauchen wir any. Es gibt einige Ausnahmen, und zwar kann man some auch gebrauchen bei höflich gemeinten Angeboten und Fragen, wie auch bei Fragen, in denen wir erwarten, dass die Antwort ja ist, dass die Antwort positiv ausfällt. Zum Beispiel, would you like some more meat? Das ist ein höfliches Angebot. Und obwohl es eine Frage ist, brauchen wir deshalb some. Oder could I have some brown rice with my meal, please? Auch das ist eine höfliche Anfrage, eine höfliche Frage, deshalb brauchen wir some. Machen wir einige Übungen dazu. Wir sollen hier some oder any einfügen. We didn't buy any flowers. Das ist ein negativer Satz, darum any. Tonight I'm going out with some friends of mine. Positiver Satz, darum brauchen wir some. Heute Abend gehe ich mit einigen meiner Freunde aus. Can I have some milk in my coffee, please? Kann ich ein bisschen Milch in meinen Kaffee haben, bitte? Das ist eine höfliche Frage, deshalb brauchen wir some, auch wenn es eine Frage ist. I didn't have any money, so I had to borrow some. Ich hatte kein Geld, deshalb musste ich ausleihen. Beim ersten Satz, dieser ist negativ, I didn't have any, darum brauchen wir any. Der zweite Satz hingegen ist positiv, ich musste deswegen etwas Geld ausleihen, deshalb brauchen wir some. He did everything himself, without any help. Hier brauchen wir any, da es ein negativer Satz ist, ohne ein bisschen Hilfe. We wanted to buy some grapes, but they didn't have any in the shop. Hier wieder, wir wollten Trauben kaufen, aber sie hatten keine im Geschäft. Der erste Satz ist positiv. We wanted to buy some grapes. Der zweite hingegen ist negativ, darum brauchen wir uns ersten some und beim zweiten any. Have you seen any good movies recently? Eine Frage, deshalb brauchen wir any. Hast du vor kurzem einige gute Filme gesehen? Die gleiche Regel gilt auch für Wörter, die zusammengesetzt sind aus some oder any und einem anderen Wort, zum Beispiel something oder anything. Wenn wir zum Beispiel sagen, I'd like to eat something, ich möchte gerne etwas essen, dann benutzen wir something, weil es ein positiver Satz ist und nicht anything. I'd like to eat anything wäre falsch. Hingegen, wenn es eine Frage ist, have you eaten anything, dann müssen wir anything brauchen. Hast du schon etwas gegessen, da es eine Frage ist? Have you eaten something wäre dann falsch. Das gleiche auch bei somebody oder anybody. Wann brauchen wir somebody, wann brauchen wir anybody?
Somebody brauchen wir bei positiven Sätzen. Shh, somebody is coming. Shh, jemand kommt. Währenddem wir anybody bei Fragesätzen brauchen. Is there anybody? Ist da jemand? Das ist eine Frage, darum brauchen wir anybody. Das gleiche auch bei somewhere und anywhere. I want to go somewhere warm. Ich möchte irgendwo hingehen, wo es warm ist. Ein positiver Satz, darum brauchen wir somewhere und nicht anywhere. Hingegen, I couldn't find the key anywhere ist ein negativer Satz. Ich konnte den Schlüssel nirgends finden. Darum brauchen wir anywhere und nicht somewhere. Hier sollen wir die unten stehenden Sätze komplettieren. I was too surprised to say anything. Ich war zu überrascht, um etwas zu sagen. Hier brauchen wir anything, da der Satz zwar positiv ist, aber er eine implizierte negative Bedeutung hat. Denn die Person ist ja zu überrascht, um nichts zu sagen. Also sie sagt eigentlich nichts. Deshalb anything. There's somebody at the door. Can you go and see who it is? Da ist jemand an der Tür. Kannst du gehen und schauen, wer es ist? Ein positiver Satz, darum brauchen wir somebody. Does anybody mind if I open the window? Stört es jemanden, wenn ich das Fenster öffne? Anybody? Da es ein Fragesatz ist. I wasn't feeling hungry, so I didn't eat anything. Ich war nicht hungrig, darum habe ich nichts gegessen. Ein negativer Satz, darum anything. You must be hungry. Why don't I get you something to eat? Du musst hungrig sein. Warum bringe ich dir nicht etwas zu essen? Das ist zwar ein Fragesatz, aber da es ein gut gemeintes Angebot ist, bei dem eigentlich eine Ja-Antwort erwartet wird, brauchen wir something. Let's go. There's somebody coming and I don't want anybody to see us. Lass uns gehen. Jemand kommt und ich möchte nicht, dass uns jemand sieht. Der erste Teilsatz hier ist positiv, darum somebody. Und der zweite Teilsatz ist negativ, darum anybody. This machine is very easy to use. Anybody can learn to use it very quickly. Diese Maschine ist sehr einfach zu bedienen. Jedermann kann sehr einfach oder sehr schnell lernen, sie zu bedienen, sie zu benutzen. Hier steht das anybody für jedermann. Darum anybody und nicht somebody. Where shall we go on holiday? Let's go somewhere warm and sunny. Wohin sollen wir für unsere Ferien gehen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es warm und sonnig ist. Ein positiver Satz, darum somewhere. This is a no parking area. Anybody who parks here will have to pay a fine. Das ist eine no parking area, also hier darf man nicht parkieren. Jedermann, der hier parkiert, wird eine Buße zahlen müssen. Hier wieder anybody steht für jedermann. They stay at home all the time. They never seem to go anywhere. Sie bleiben die ganze Zeit zu Hause. Sie scheinen nie irgendwo hinzugehen. Da sie nie irgendwo hingehen, they never seem to go anywhere, darum brauchen wir anywhere und nicht somewhere. Es ist ein negativer Satz. Die Meinung oder die Bedeutung des Satzes ist negativ. Versuchen wir auch, die unten stehenden Sätze zu komplettieren. Which bus do I have to catch? Welchen Bus muss ich nehmen? Any bus. They all go to the center. Jeden Bus, egal welcher Bus. Sie gehen alle ins Zentrum. Which day shall I come? I don't mind. Any day. An welchem Tag soll ich kommen? Es ist mir egal. Egal an welchem Tag, an irgendeinem Tag. What do you want to eat? Anything. I don't mind. Whatever you have. Was möchtest du essen? Egal was, es ist mir egal. Was auch immer du hast. Where shall I sit? Wo soll ich sitzen? It's up to you. You can sit anywhere you like. Wo soll ich sitzen?
ist dir überlassen. Du kannst überall sitzen, wo du möchtest. What sort of job are you looking for? Any job, anything. It doesn't matter. Nach welcher Art von Job suchst du? Egal welcher Job, irgendetwas. Es ist mir egal. Es ist egal. What time shall I call you tomorrow? Any time. Leave a message if I don't answer and I'll get back to you. Um welche Uhrzeit soll ich dich morgen anrufen? Egal um welche Zeit. Lass einfach eine Nachricht da und wenn ich nicht antworte und ich werde zurückrufen. Möchtest du das Thema Som und Annie vertiefen? Dann schau auf schularena.com vorbei. Dort findest du viele weitere Übungen dazu.